Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Saphir und mein Gott, Leute, ich könnte mich wieder so aufregen. Es gab schon wieder so viele Fail-Aufnahmen, bis es endlich scharf gestellt hat. So, jetzt geht's weiter. Entschuldigt übrigens die wundervollen Muster hier. Dann kann ich vielleicht so ein bisschen zurückgehen und ja, jetzt habe ich das eigentlich gut unter Kontrolle. So, jetzt so kann es weitergehen. Also, wir können übrigens die fleißigen Mitarbeiter der Devon Corporation sehen und hier haben wir Mülleimer, die sind meistens leer, aber auch manchmal befüllt. Ich zoome vielleicht noch ein bisschen näher ran. Also es war wirklich aufregend. Ich habe über 10 Fehlaufnahmen, da einfach das Ding nie scharf stellen wollte, was ja bei einem Game Boy Advance Spiel absolute Priorität ist. So, nun kann es allerdings weitergehen. Wir müssen jetzt erst einmal den ganzen Weg hier zurückverfolgen, da wir aufgetragen worden sind, gleich 2 Sachen auf einmal zu tun. Der Maikäfer. Oh, hi, LP, wie geht es mit deinem Pokédex voran? Meiner sieht ganz anständig aus. Ich habe im Blütenburgwald Pokémon gefangen, bis ich keine Pokébälle mehr hatte. Mehr will die uns auch nicht sagen. Ja, jetzt können wir natürlich auch hier auf dem Rückweg den Zerschneider mal einsetzen. Und hier wächst schon unsere Knospe. Das ist wundervoll. So, mal gucken, was wir denn hier für ein Item haben. Es gibt ja auch einen Geheimweg im Blütenburgwald. Okay, das habe ich jetzt für einen X-Treffer getan. Wen es gefällt oder wen es nicht gefällt. Jo, das ist ganz okay. Ja, da hinten haben wir noch was wir mit dem Zerschneider machen können. Man kann übrigens auch mit dem Zerschneider wieder die Grasfelder entfernen. Denke ich mal. Also kann ich euch ja mal demonstrieren. Ich hoffe, es geht in dieser Generation eigentlich noch. Das geht. Also da kann man so ein paar Quadratmeter an Gras kaputt schneiden. Dann gehen wir mal diesen Weg entlang. Ist es eine Trainerin? Oh, das ist ein hübscher Orden. Das ist die Arena von Metaros City. Hier bekomme ich ein Wundersaat. Er bringt uns leider nichts, weil es ja nur was für Pflanzen-Pokémon bringt. Und wir haben kein Pflanzen-Pokémon, also unnützlich. Einfach so, gut Deutsch, unnützlich. Es ist leicht und unnützlich. Übrigens, falls ihr wissen wollt, wie ich vorgehen werde, ich werde zuerst in Faustauhafen vorbeigucken. Schaloko. Ich werde erst in Faustauhafen vorbeigucken und dann die Höhle machen. In Faustauhafen, dann Fausthauhafen, die Arena. Damit ihr so ein ungefähres Weltbild habt, wie ich mir das Ganze vorstelle. Und dann geht's halt, logischerweise nach Greyport. Ich nenne mal Schleck. Schlecki, komm Schlecki. Oh verdammt, jetzt ist das Bild wieder verschoben. Das haben wir hier. Superball, schon der dritte. Aber den hebe ich mir dann doch lieber für was anderes auf. Und hier haben wir, glaube ich, schon den speziellen Ausgang. Oder zumindest, ich denke mal, dass es da zum speziellen Ausgang hingeht. Und da mir Panik, und ihr könnt es wahrscheinlich nicht erkennen, aber das hier ist etwas, hat einen etwas lilleren Kokon. Verdammt nochmal. Aber wir können ja nicht gegen es kämpfen, weil wir sind mittlerweile so stark. Oh Mann. Junge, was soll denn das? Die entwickeln sich dann auch verschieden weiter. Also die entwickeln sich beide zwar aus Wampel. Aber haben dann einen anderen Ausgang jeweils immer. Thank you.
jetzt aber. Weil zur einen Seite haben wir dann, wenn sich es aus Schaloko entwickelt, dann gibt's halt wie heißt du mal? Panilla oder halt dieser und hier wird's halt wie heißt du mal? Ich hab die Namen der dritten Generation komplett vergessen. Omod auf jeden Fall nicht. Kolo. Wie weißt du mit Spitznamen? Ich sollte es eigentlich mit den Spitznamen lassen, weil die wirklich langsam wirklich keinen Sinn mehr ergeben. Und wir sind auf dem richtigen Pfad. X-Angriff, mein Gott, wir bekommen so unnützige Sachen. Sollten wir eigentlich alle verkaufen. Und das ist der etwas andere Ausgang. Du bist ein gemeiner Dieb, wenn du versuchst, das Pokémon eines anderen zu stehlen. Du solltest deine Pokébälle nur für wilde Pokémon. Jo, also, das sollte mir jetzt eigentlich auch langsam mal klar sein, nach der 175. Erklärstunde. Was hast du zu sagen? Ja, nichts. So, und jetzt mal gucken, ob ich den sofort im First Try erwische oder ob ich den tausendmal um sein Haus gehen lasse oder um den Tisch gehen lasse. Ich verstehe nicht, ich verstehe einfach den Sinn dahinter nicht. Ich bleib einfach hier stehen jetzt. Warte, Mädchen, immer langsam, Pekko. Du bist LP? Du hast meinen Liebling Pekko gerettet. Wir verdanken dir sehr. Das verdanken wir dir sehr. Wie bitte, du möchtest mit mir segeln? Du musst einen Brief in Fausterhafen und ein Paket in Greyport City abgeben. Da bist du aber gut beschäftigt. Aber deine Bitte ist überhaupt kein Problem für mich. Bei mir bist du richtig. Wir setzen Segel in Richtung Fausterhafen. Fausterhafen, wir kommen. Manker gelichtet. Pekko, mein Liebling, wir setzen Segel. Oder was auch immer. Jo. Natürlich kann man dann später noch auf dieser Route schwimmen. Also man kann mit dem Boot fahren, bis man halt mit einem Pokémon schwimmen kann. Ahoi, wir haben in Fausterhafen Anker geworfen. Ich vermute, du wirst diesen Brief jetzt bei diesem Troy bringen. Das hast du gut erkannt. Also genau das habe ich vor. So, dann mal los. Also hier gibt es nämlich noch ein paar Angler oder ein Angler. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Aber gegen die kämpfen wir. Selbst bei leichten Veränderungen. Ne, das sind keine Veränderungen, das sind einfach nur. Es bleibt alles gleich. So, denn wir müssen noch einiges trainieren, weil so können wir nicht in die Arena rein. Dann glaube ich, warum hat Greyport City eigentlich keine Arena, aber dafür das hier, dieses kleine Inselchen. Okay. So, dann kommt jetzt nochmal ein Kabador. Also ich finde es irgendwie ein bisschen dämlich, dass die ganze Zeit nur Kabador oder halt immer Kabador ins Team haben wollen, weil sie wirklich denken, vor allem die Angler denken, es sei wirklich so ein mächtiges Pokémon. Also das ist nämlich unverständlich, aber... Ja, solange es mir Erfahrungspunkte bringt, kann es mir eigentlich hinten vorbeigehen, was ich darüber denke. So, haben wir da hinten noch was? Nein.
Schwimmen können wir noch nicht, denn wir sind noch landgängig. Landgänger. Hey du, hier ist es schrecklich dunkel. Eine Erforschung wird damit schwierig. Der Typ, der vorhin schon mal hier war, Troy heißt er, glaube ich, der weiß, wie man Blitz einsetzt. Und da wird es ihm wohl gut gehen. Aber das Motto unter uns Bannern heißt, jedem aus der Klemme helfen. Deshalb bekommst du dies von mir. Gut, wenn es jetzt dunkel ist, dann denke ich mal, da gehe ich lieber erstmal in die Arena. Auch wenn es normalerweise nicht mein Weg ist. Aber natürlich, wir brauchen den Orden Forsterhaven, damit es funktioniert. Und einen passenden VM-Sklaven natürlich. Gut, auf welchem Level die Pokémon jetzt liegen, das weiß ich nicht in der Arena. Aber ich denke mal, wenn wir da bis Level 23 dann sind, dann ist es ganz gut. Hier muss es eigentlich einen Bug geben. Also ich weiß ganz genau, dass wie sieht es aus auf dem Weg zum Champ? Ey, die habe ich ja noch gar nicht gesagt. Das sind nämlich die Arena, Arena, die im Inneren der Arena sind und halt die halt am Eingang der Arena sind und halt uns immer wieder sagen, was Sache ist in dieser Arena. Ja, und hier ist es zum Beispiel, ihr seht es ganz gut, die Lichtverhältnisse sind unglaublich klein. Aber für was tun wir es ja auch? Für eine bessere Sicht. Hier sind übrigens Kampf-Pokémon gefragt, das heißt in anderen Worten... Jo, das wische ich mal schön weg. Das heißt, wir haben es nicht so sonderlich leicht, aber wir werden auch gut durchtrainiert. Gut, es war jetzt ein bisschen unnötig, dass ich den angesprochen habe, aber es tut uns doch allen leid. Vor allem dieses Meditate, das ist ja auch halb Psycho. Okay, bisher hatten wir noch keinen so großartigen Schaden durch irgendwie Konfusion oder solchen Attacken. Level 21, wundervoll. Gut, dass wir den Arenaleiter kennenlernen, den Camillo, in diesem Part bezweifle ich stark, weil es nämlich, jo, ist halt nun mal ein langer Weg bis dahin und es sind ja auch mehr als zwei Trainer. Also glaubt mir, es wird auch nicht leicht werden für uns, weil der Satoru, also man hat den wirklich nach dem Nintendo-Präsidenten benannt. Also wird wirklich nicht leicht werden, hier durchzukommen, weil, falls ihr glaubt, es sei so leicht. Gut, jetzt hier zum Beispiel, Volltreffer kann man ja auch nicht immer haben. Und es wird auch nicht leicht, Leute. Also, es wird ein ganz schön hartes Stück werden gegen den Arenaleiter, weil ich habe ihn nicht gut in Erinnerung. Endlich mal jemand, der mehrere Pokémon hat, also das wäre ja Wahnsinn. Scanner, das ist so eine dumme Schutzschild-Kopie. Das gibt's auch erst, glaube ich, seit dieser Generation. Immer dieses verwirrt, aber das ist auch eine Statusveränderung, die wirklich blöd ist. Ach, vergesst. Ich rutsche immer bei den Wörtern meistens aus. Wie sage ich immer meistens, aber ja, egal. Muss ja alles keinen Sinn ergeben, was ich jetzt zum Besten gebe.
Och Mann. Autsch. Verdammt. Das gefällt mir gar nicht. Aber ich würde, wenn diese Luschen von Pokémon, die ich da zusammengetrommelt habe, wenn die irgendwas bewirken, dann heil man Tau, sag ich nur. Ein Volltreffer, wundervoll. So Leute, im nächsten Part geht's dann ja weiter in dieser Arena hier. Also bis zum nächsten Mal und ciao.